Jo, und weiter geht's mit Shakes and Fidget heute mal wieder. Ja, auf Server IO5, das wird auch heute ein bisschen das Gesprächsthema. Aber was ist denn unser Plan für heute? Wir wollen Level 200 erreichen, indem wir hier erstmal ja, den Zirkus durchhauen und wahrscheinlich auch die Hölle. Ja, und nebenbei halt ein bisschen Epic-Event spielen, sprich ja immer mal wieder so ein bisschen blättern. Bin am Überlegen, das vielleicht so ein bisschen rauszukappen, je nachdem, wenn es zu lange dauert. Manchmal muss man ja wirklich ehrenlos lange suchen für eine Waffe oder... Ja, was weiß ich, vor allem, weil ich auch eben zwei Waffen im Bauch als Assassine. Aber hey, wir werden sehen. Und zack, da ist der erste Gegner tatsächlich schon down. Ja, nächster ist ein Magier, den wollte ich vorher noch besiegen, um mich dann eben nochmal, ja, mit ein paar Level mehr neu zu equippen. Werde wahrscheinlich jetzt nicht direkt bei jedem neuen Gegner, wo die Chance ein bisschen lower ist, mich komplett neu equippen, sondern wahrscheinlich dann erstmal Fokus, ja, auf eine neue Waffe legen, beziehungsweise jetzt vielleicht schon ein bisschen neuer nochmal equippen. Wenn meine Items irgendwie extrem alt sind, also das war ja quasi vor 5 Tagen, 6 Tagen zuletzt Epic-Event. Ja, und seitdem hat man halt, wenn, nur Epics zufällig bekommen, außer man hat danach geblättert. Aber das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Also ja, sind einige dann doch ein bisschen älter. Vor allem, ich habe jetzt auch hohe Qualität von Gegenständen und, und. Aber ja, kommen wir zum Thema Server IO5. Was kann ich zu Server IO5 sagen? Wirklich bisher ein Server, der mich ganz zufrieden stellt, würde ich sagen. Also wir haben natürlich noch die Anfangsphase und es sind tatsächlich weniger Spiele auf dem Server drauf als selber gedacht, auch weniger als zum Beispiel auf EU3. Aber was das große Ding ist, was ich übel an den Server feiere, sind einfach die ganzen Top-Gilden. Denn ja, wir haben bestimmt, ich weiß nicht, 4-5 Gilden, die theoretisch ja, die Chance haben auf die Platz 1 Gilde. Gut, na klar, es setzen sich ein paar bisschen ab, sind ein bisschen stärker aktuell. Aber das heißt tatsächlich noch nichts. So, es kommt auch immer darauf an, viel auf die Klassen, wer vielleicht erst später pusht, sich die Pilze spart und dafür dann später mehr pusht und, und. Aber wir haben potenziell auf jeden Fall bestimmt 4-5 Top-Gilden. Ich werde die einfach mal einblenden. Wir haben tatsächlich echt, ja, extrem geballert schon die ersten Tage. Also bei uns sieht es extrem gut aus. Unsere Ritterhalle ist auch, glaube ich, mit großem Abstand aktuell die höchste. Ja, werde ich alles mal einblenden hier so nebenbei, dass man sich das vielleicht auch ein bisschen anschauen kann. Und ja, ansonsten, Top-Gilden auf jeden Fall sehr, sehr viele dabei und das spricht für mich halt für eine Langzeitmotivation. Also ob da jetzt 100.000 Spieler sind oder, weiß ich nicht, 20.000 Spieler ist mir tatsächlich eigentlich Wayne. Sieht halt schön aus für die Zahl, klar, aber gegen diese 20.000 Spieler werde ich halt eh niemals spielen, sondern wahrscheinlich... Top 200, Top 100, Top 50, Top 30, wie auch immer. Irgendwo so in den Bereichen würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und da ist es mir egal, ob da noch 50.000 Chars mehr sind, die irgendwo unter Level 100 sind. So, jetzt vom Ding her. Also jetzt nicht zu dem Zeitpunkt, sondern vielleicht sogar in einem Monat. So, da ist es mir theoretisch egal. Denn ja, diese Spieler werde ich sowieso nie zu Gesicht bekommen, höchstwahrscheinlich. Ja, deswegen so viel kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Dafür haben wir halt sehr, sehr viele Top-Gilden, was halt, ja, wie gesagt, für Langzeitmotivation spricht. Denn da kann ich mir spannende Battles vorstellen, coole Gildenkämpfe, vor allem auch, ja, interessante Elevator, wo nicht eine Gilde komplett dominiert. Es sieht zwar schon aktuell so aus, als würden wir uns ein bisschen abheben, heißt aber nichts. So, wir haben auch EU3, waren wir am Anfang Platz 1. Ich glaube, von der Ritterhalle ein bisschen niedriger, aber vom Durchschnittslevel waren wir auf jeden Fall die erste Woche, glaube ich, zumindest ein bisschen höher, wurden dann aber auch überholt. Also ja, es kann sich alles irgendwo noch drehen und wenden. Aber ansonsten natürlich ein guter Server. Es wurden natürlich auch schon wieder ein paar Leute gebannt. Ich glaube bei der Gilde Deadland, aber sonst war es auf EU5 nicht so schlimm. Also muss ich sagen, da denke ich, hat jetzt dem Server eigentlich so kaum geschadet. Ist natürlich trotzdem immer schade, wenn ein paar Spieler fehlen. Ja, aber gut, hey, was will man dazu sagen? Ja, für mich persönlich, der Assassine bockt übertrieben krass. Also die zwei Waffen sind manchmal schon... mit Krampf beim Epic-Event, muss ich sagen. So jetzt, wenn gar kein Epic-Event ist, geht's. So zwei normale Waffen zu finden, die relativ solide sind, ist relativ easy. Aber beim Epic-Event muss man da manchmal schon ein bisschen blättern, um da zwei neue Waffen zu finden, beziehungsweise, ja, dass die Spanne auch relativ okay ist. Also ich bin da nicht nörgelig oder so, dass ich sage, jo, die Spanne muss krass sein, aber ich hatte zum Beispiel so einen, diesen Piratenhaken irgendwie mit 390 bis 410. Und das ist dann schon, ja, ein bisschen grenzwertig, sage ich mal, so für Dungeons. Weswegen man dann ja natürlich auch, ja, mal öfter mal ein bisschen blättern muss. Aber ich muss sagen, dafür gehen die Dungeons wirklich extrem gut down. Also vor allem die Krieger und Kundschaft dann natürlich, dadurch, dass man auch 50% Ausweichen hat.
gehen die relativ gut down. Arena Manager ziehe ich natürlich auch ganz gut durch. Und ja, allgemein, das bockt, Gilde bockt, Server bockt. Und ich habe hier auf jeden Fall vor, gut durchzuziehen, also wirklich die Festung gut durchzuziehen. Ja, den Arena Manager zu platinieren und ja, allgemein wirklich auf alles so ein bisschen mehr zu achten. Denn ich muss sagen, mir ist es oft passiert. Und ich denke, das ist halt eben auch ein Problem, wenn man mehrere Server hat, dass man schnell mal irgendwo was hat schleifen lassen, sei es bei den Pets oder auch beim Arena Manager oder was weiß ich. Ja, möchte ich diesen Server einfach nicht machen, sondern wirklich ja hier auf Full Fokus drauf haben. Und ja, mal gucken, was so geht, vor allem über lange Sicht. Ich werde dann wahrscheinlich auch so ein monatliches Recap machen, wo ich dann mir ja, einfach herzeige, wie es aktuell aussieht, mein Stand, Festung, Arena Manager. Und wahrscheinlich dann auch die Pilze, die ich in diesem Zeitraum ja dafür gebraucht habe. Denn ja, es ist natürlich alles nicht so free als Assassine, vor allem nochmal mit den zwei Waffen. Dann eben den Arena Manager, die Festung. Und ja, natürlich auch jetzt so wie hier gerade ein bisschen das Level pushen. Also ja, sowas ist auf jeden Fall in Zukunft nochmal geplant. Ja, irgendwann wollte ich auch nochmal ein Video mit Chilling machen. Er hatte mir das angeboten, zum Serverstart was zu machen. Meinte ich aber tatsächlich dann, ja, das Wochenende wahrscheinlich eher ein bisschen schlecht aussieht. Aber ja, dann werde ich ihn wahrscheinlich nochmal jetzt die Tage anhauen, fragen, ob er nochmal irgendwas machen will. Ja, dann müssen wir mal gucken, was er machen. Irgendein Video, vielleicht über E5 einfach ein bisschen labern. Potenzielle Gilden für Platz 1, wer könnte den Server holen und. Ich denke, da gibt es relativ viel, worüber man reden kann, was auch interessant ist. Deswegen, ja, wir werden da auf jeden Fall mal gucken, ja, was wir raushauen werden. Vielleicht auch so ein bisschen, weil ich überlegt habe, was man auch machen könnte. Ich habe ja hier zum Beispiel jetzt den Chilling als Festungspartner, aber auch, er spielt auch einen Assassine. So, einfach mal so ein bisschen so den Vergleich. Nach einem Monat vielleicht, wie viele Pilze er gebraucht hat, wie viele Pilze ich gebraucht habe. Wie weit er ist, wie weit ich bin, so ein bisschen vielleicht so ein Vergleich. Ja, zwischen den Creatoren mal, vielleicht auch mit Herrn Rizzle. Gut, der spielt natürlich den Kundschafter. Er ist ja ziemlich ähnlich natürlich als der Assassin, aber mit der einen Waffe. Und weil das vielleicht eben auch interessant sein könnte, wie viel ein Kundschafter im Verbrauch zum Vergleich zum Assassinen verbraucht. Deswegen, ja, ich denke mal, da ist auf jeden Fall gut was möglich. Und ich denke, wenn ich den guten Herrn Rizzle anhaue, wäre der vermutlich auch dabei, gehe ich mal von aus. So, und dann hauen wir hier auf jeden Fall jetzt den nächsten Magier um. Ich denke, ich ja, lasse das Ganze kalkulieren jetzt auch mal so in den Videos mal drin. Sonst habe ich das immer rausgeschnitten, aber ich denke, es ist auch einfach interessant, dass man ja vielleicht mal so ein bisschen sieht, wie hoch denn die Chancen dann sind und wie viele Tries man dann ungefähr braucht. Gut, man sieht die Pilze natürlich nicht. Ihr könnt jetzt natürlich auf Slow Motion mitzählen. Nee, Spaß beiseite, aber ja, wenn man ungefähr sieht, wie lange das denn braucht, manche Gegner sind ja schon ein bisschen hartnäckiger als die anderen. Und damit habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen freie Laufbahn, denn ja, die ersten beiden waren Mages. Die sind natürlich so ein bisschen die Hardcore-Blocker, sage ich mal so. Aber ja, da soll es relativ gut gehen. Ich habe theoretisch noch einen ordentlichen Buffer nach oben, denn meine Edelsteine, ich glaube, ich habe nur einen oder zwei Edelsteine irgendwie von Mine 10, also was Geschick angeht. Und ich glaube, bei Ausdauer sind alle auf 10, aber noch von Level 125, 130, 140, also auch ein bisschen lower, also da ist auf jeden Fall theoretisch noch gut Luft nach oben, wenn ich da Steine blätter. Aber ja, mir fehlen aktuell ein bisschen die Ressourcen. Wir haben jetzt hier wieder den nächsten Magier. Ich glaube, danach sollten wir aber den Dungeon eigentlich ohne Probleme durchhauen können. Eventuell farme ich nochmal ein bisschen Gold, gleich im Wirbelwind, mal sehen. Denn dadurch kann ich ein bisschen skillen, ein bisschen leveln nochmal und dadurch sind die Chancen dann nochmal höher. Und ich spare dann hier ein paar Pilze ein. Ja, kann man auch immer so ein bisschen abwiegen, wie man das macht. Die geben zum Glück relativ viel EP hier. Ja, und eine neue Waffe, gut, können wir den guten Markwort geben. Ja, ich muss mal gucken, da ich mir ein paar Epics auch noch aufhebe für die Toilette. Denn wir haben ja dieses Wochenende oraler Großputz, sprich, ja, alles, was man in die Toilette wirft, gibt doppelte Mana. Doppeltes Mana, also statt 50 gibt dann Epic 100. Nimm mal mit. Ich glaube tatsächlich, dieser Gegner hier, dieser Höllenhund, war der Gegner, wodurch ich Level 200 erreicht habe. Oder vielleicht auch der Führerhaufen. Mit meinem Krieger. Ich bin ja tatsächlich mit meinem Krieger eigentlich ein lustiger Zufall auch an Tag 8 200 gewonnen. Also wir haben jetzt hier gerade Tag 8. Und wenn ich jetzt 200 erreichen sollte, war ich tatsächlich genauso schnell wie mit dem Krieger. Vielleicht kann man da auch irgendwie was mal machen. Weiß nicht, so ein Recap. Vielleicht werde ich einfach mal jetzt so, weiß nicht, die Server einblenden, so nach 8 Tagen, wie die so aussahen, die Top-Gilden. Und das mal so ein bisschen vergleichen, ist vielleicht auch relativ interessant. Ja, auch vielleicht die Pilzkosten vom Krieger oder das Assassine. Wobei wir natürlich beim Krieger den Elevator hatten,
krassen Serienpaket. Also, ja, ist dann doch schon nochmal ein bisschen anders. So, ich würde sagen, wir gönnen uns dann aber auf jeden Fall Level 200 hier durch den Wirbelwind, wenn dann hier alles noch so relativ schnell down geht. Denn hier gibt es relativ gute EP noch und ja, auch ein bisschen Gold. Deswegen kann man sich auf jeden Fall gönnen. Der Wirbelwind auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Es gibt Leute, die sparen sich den tatsächlich auf. Auch auf Server EU3 hat das, glaube ich, jemand gemacht. Wo dann, ja, so eine kleine Diskussion war, jetzt kein Beef, sondern wirklich nur so eine Diskussion, ob sich das lohnt oder nicht. Aber ich bin mir da unsicher, es gibt so viel Gold, es gibt so viel EP und ja, man questet dann ja auch viel, viel besser. Und Level 200 ist erreicht, sehr, sehr stark. Sprich, können jetzt nochmal ordentlich skillen, also wirklich sehr, sehr viel Gold. Sprich, booste die Skills nochmal ordentlich nach oben. Hat jetzt hier auch nochmal einen Dungeon King gegeben, gut. Sind halt alles in Anführungszeichen Late-Game-Dungeons, eher Dungeons, die man ab, weiß nicht, 300 plus packt oder so. Aber ja, Level 202, wir können hier die Krieger nochmal weghauen, würde ich sagen, machen wir den noch weg. Machen dann ein paar Tries beim 13. Dungeon, gucken, wie der so läuft. Weil, ja, nee, der sollte eigentlich nicht da umgehen können. Deswegen, jo, boxen wir den jetzt hier, boxen, wollte ich schon wieder sagen, boxen wir den jetzt um. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Ja, ein solider Push auf 200 war jetzt nicht so teuer tatsächlich, also was heißt nicht so teuer. Wir waren auf jeden Fall immer noch ein bisschen über 1000 Pilze. Aber er hält sich in Grenzen, ist halt der Vorteil, wenn man ein bisschen wartet mit Pushen, denn dann ist es viel günstiger als an Tag 2, 3, 4. Ja, deswegen so viel auf jeden Fall dazu. Ich hoffe, der geht jetzt langsam mal down. Denn ich habe nicht mehr viel zu erzählen. Perfekt, also down. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.